Das geht an dich, wenn du manchmal das Gefühl hast, vollkommen überwältigt zu sein. Von den Dingen, von denen du weißt, du kannst sie verändern, du solltest sie verändern, du willst sie verändern und nichts verändert sich. Und manchmal kommt so dieser Moment, wo ich nicht mehr positiv denken kann, wo ich nicht mehr in irgendeine Richtung gehen kann, in die ich gehen sollte, wo einfach alles über mir zusammenfällt. Dann hilft dir vielleicht das. Stell dir vor, du bist ein Nachrichtensender und wir sind alle Sender. Wir senden etwas aus, wir senden unsere Energie aus, unsere Schwingung und eine ähnliche Energie, eine ähnliche Schwingung wird dadurch angezogen. Das heißt, wenn wir immer wieder das Gleiche denken, passiert immer wieder das Gleiche. Wenn wir immer wieder das Gleiche fühlen, passiert immer wieder das Gleiche, das zu diesem Gefühl passt. So, stell dir vor, du bist ein Nachrichtensender und du kannst positive oder negative Nachrichten verbreiten. Wenn du einfach nur in diesen Momenten des Überwältigtseins dich fragst, was sind meine positiven und was sind meine negativen Nachrichten? Mit anderen Worten, welche Gedanken, welche Gefühle sind positiv, welche sind negativ? Dann bemühe dich einfach für einen Tag zumindest, deinen Fokus auf die positiven Nachrichten zu lenken. Also bemühe dich nicht mehr, das zu verändern, was du verändern willst, sondern denk einfach ein paar bessere Gedanken, ein paar schönere Gedanken über dich, über die Welt, statt immer wieder die negativen Gedanken zu denken, das Negative zu fühlen. Und ich weiß, in diesen Momenten, wo wir vollkommen überwältigt sind von dem, was wir nicht wollen und das Gefühl haben, dass sich nichts verändern kann, dass wir nichts verändern können, möchte ich, dass du aufhörst mit dem Bemühen, es verändern zu wollen, sondern leg deinen Fokus einfach darauf, wenn ich ein Nachrichtensender wäre, welche Nachrichten würde ich gerne verbreiten, die positiv sind? Und dann denk dir was Schönes. Das kann vollkommen banal sein. Ich finde diesen Schmetterling cool, der da sitzt. Aha. Ja? So ganz banal. Stell dir vor, du bist Nachrichtensender und du willst nur noch positive Nachrichten verbreiten. Dann musst du dich nicht mehr auf das Problem konzentrieren, nicht mehr auf das, was du so unbedingt verändern möchtest, sondern du konzentrierst und fokussierst dich und richtest deine Aufmerksamkeit und deine Achtsamkeit einfach nur auf schöne Gefühle, schöne Gedanken. Und das können wir immer. Das ist wirklich eine Fähigkeit, die wir immer zur Verfügung haben. Einen schönen Gedanken, ein schönes Gefühl. Wenn du der Nachrichtensender bist, welche positiven Gedanken würdest du gerne ausstrahlen, damit am Ende des Tages mehr positive Energie zu dir zurückkommt, die zu deinen positiven Gedanken, zu deiner positiven Energie passt. Also, hör auf, das Problem zu lösen, hör auf zu versuchen, das zu sein, das zu tun, was du weißt oder glaubst, dass du tun solltest oder sein solltest, sondern du bist Nachrichtensender. Und jetzt, heute, verbreitest du einfach mal, zumindest für dich, schöne Gedanken und schöne Gefühle. Und lass dich überraschen, was an diesem Tag Positives geschieht, womit du nicht gerechnet hättest. Und am nächsten Tag und am übernächsten Tag. So, mehr Tipps für Leichtigkeit, für Glück, für positive Manifestationen gibt es in meinem Buch Pia und das Glück. Ich wünsche dir das Allerbeste.